Guten Morgen, wie ihr seht, Raintop ist nicht drauf, musste nicht sein. Es ist absolut trocken, ja, es ist aber dafür auch bedeckt. Seenebel ist das, Hochseenebel, ja, Hochnebel, aber es ist super warm, 16 Grad heute Morgen. Man kann hier sitzen in Kurz. Ja, die Klamotten, dieselben von gestern habe ich immer noch an. Ich habe die, ja, bestimmt 5-6 Mal mit Wasser durchgewaschen, sozusagen gestern. Ja, und heute gibt es noch mal einen schönen Tag, auch wenn jetzt die Sonne nicht scheint und es, ja, jetzt wäre auch gleich 6.36 Uhr, wäre gleich da hinten Sonnenaufgang. Sieht man leider nicht, aber das habe ich auch gewusst. Aber es ist ja super warm und das Wetter soll noch gut werden. Vielleicht kommt die Sonne nachher noch durch. Werde ich sehen auf meiner Tour. Ja, heute habe ich noch mal die größte Strecke vor mir, 120 Kilometer. Aber so wie es aussieht, habe ich vielleicht auch jetzt Rückenwind, den ich gestern auch schon meist hatte. Der Wind hat ein bisschen gedreht. Ja, und tolle Bilder wird es bestimmt trotzdem geben. Gleich komme ich noch mal an so einen Aussichtspunkt. Da ist es echt toll. Da war ich auch schon mal. Das ist echt eine klasse Stelle. Ja, und dann geht es weiter. Dann geht wieder quer durch und dann komme ich mal hier am Limfjord wieder ran. Über Brücken werde ich wieder fahren. Ach, es wird einfach wieder nur klasse werden, weil ich den Weg ja schon kenne. Also, ich werde jetzt hier frühstücken, Zelt zusammenpacken, kann ich ja gleich sofort machen, ist ja alles trocken. Und dann geht es weiter auf einer schönen Tour, ja, am Limfjord in Dänemark. Ich kann es nur empfehlen. Ein Wahnsinns Septemberwochenende, der dritte Tag. Naja, denn viel Spaß beim Zuschauen. Mahlzeit. Jetzt bin ich hier nochmal an der Wasserkante. Ja, richtig schön hier, aber ihr hört das Rauschen. Das ist echt laut. Ich habe das da ja auch noch ein bisschen gehört. Also ich würde sagen, wenn du so hier oder am Strand campen, das ist einfach zu laut. Ich finde, das beruhigt nicht, das nervt nur. Aber manche mögen das ja auch. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Pech gehabt, denn es kam Nebel auf, der so richtig runter. Das war so ein bisschen Nebelnässen. Da musste ich doch nochmal ganz schnell das Zelt zusammenpacken, damit das nicht zu nass wird. Noch ein bisschen klamm ist es wahrscheinlich geworden. Aber im Fazit zum Zelt kann ich sagen, ja, Raumwunder ist nicht viel größer als das andere. Aber es hat auch so funktioniert, auch ohne das Raintop, wunderbar. Ja, wie gesagt, das meiste, größte Argument ist eigentlich nur das Gewicht. 700 Gramm weniger als mein anderes 2,5 Kilo Zelt, was ich auch gerne mache, was ich auch weiterhin benutzen werde bei Sonnentouren, wo es nicht so drauf ankommt. Also Lamsang wird das Fahrrad ja auch Lamsang leichter. Ich habe schon einiges weggegessen. Ich habe noch was für heute. Ja, und tolle Gegend hier. Ich finde es super. War ein toller Weg, auch jetzt doch nochmal mit dem Nebel. Sah echt klasse aus. Und gleich komme ich nochmal da hinten hoch. Ich fahre da so eine Straße rüber. Da oben längs, weiter oberhalb. Und dann komme ich nochmal da oben hin. Da ist ein toller Aussichtspunkt. Das ist so ein Felsen. Ja, in den Dünen, der so ein bisschen reinragt. Man sieht das auch fast bis zur Wasserkante. Da fahre ich jetzt nochmal hin. Also, denn bis gleich. I could be anything you want me to.
Jetzt bin ich auf dem Bjölberg. Ja, Leute, das ist eigentlich so eine richtig fantastische Aussicht. Aber man kann es einigermaßen sehen in die Tiefe. Das heißt Tiefe, ich weiß gar nicht, 40, 45 Meter oder was da hoch ist. Ja, aber trotzdem, ein Fels in der Brandung. Guckt euch das an. Ja, hier sind natürlich auch Bunkeranlagen eingebaut worden. Damals für den Zweiten Weltkrieg, da stehe ich auch jetzt drauf. Ist klar, beste Sicht hier gewesen, aber es ist einfach klasse. Ja, ich kann das ja auch noch mit richtig Sonnenschein. Leider heute nicht. Ja, das Nebel, der soll sich ja irgendwann mal auflösen. Das wird er wohl hoffentlich auch bald mal. Spätestens Mittag soll die Sonne rauskommen. Vielleicht. Bei Seenebel weiß man das nie so genau. Aber hier ist echt ein klasse Plätzchen. Also das kann ich auch jedem empfehlen. Also ich gehe noch mal darüber. Hier kann man sehen, wo ich geschlafen habe. Ja, ich habe jetzt noch, immer noch, 115 Kilometer um 8.30 Uhr. Aber naja, ich glaube, heute ist auch nicht so viel Gravel-Passagen, so wie gestern. Ja, also wird es schon gehen. Und wie gesagt, wahrscheinlich größtenteils doch Rückenwind, weil das ein Nordostwind ist. Ja, und ich hätte doch mehr nach Süden fahre. Guckt euch das an. Normal kann man noch viel weiter gucken. Einfach klasse. Ah, Schlafplatz kann man nicht erkennen, wo ich war. Das ist zu weit weg, aber es ist einfach genial. Ja, stellt euch das nochmal in Sonnenschein vor. Ich habe das ja mal gehabt. Dadurch weiß ich, wie es hier richtig aussieht. Aber ich finde, so ist es ja, wie es auch schön ist, ist ja nicht zu neblig. Okay, also ich muss weiter Richtung Skift. Das sind 150 Kilometer um 8.30 Uhr. Mal sehen, wann ich ankomme. Aber ich werde es trotzdem heute noch genießen. Kilometer 37, ja, ich bin schon ziemlich weit jetzt durchgefahren. Ja, jetzt hier so ein kleines Highlight, jetzt kommt man mal wieder ans Wasser, hier gleich über den Damm zu fahren. Ja, Limfjord ist auf dieser Seite fast komplett nur Naturschutzgebiet, ja, so soll es auch sein. Ja, muss nicht alles der Mensch besetzen. Ja, dann darf ich gleich hier rüber fahren und dann ist Tysted auch nur noch 13 Kilometer entfernt. Ja, es läuft eigentlich ganz gut, super interessant war es jetzt alles nicht. Deswegen habe ich jetzt durchgezogen einen, ja, schönen Bahntrassenradweg, um schnell durchzukommen.
ja, hat Spaß gebracht, weil man konnte das Wasser auch immer wieder in der Ferne sehen, aber wie gesagt, mit der Kamera kann man sowieso nicht so richtig einfangen. Und es sieht auch irgendwie sehr trostlos aus, wenn es so bedeckt ist. Aber Leute, ich kann nur sagen, es ist super warm. 18 Grad, das täuscht alles hier. Aber es ist echt klasse. Ja, dann darf ich gleich rüberfahren und dann fahren wir nach Tüstedt. Ja, und dann schaue ich mal weiter, wann mal die Sonne rauskommt. Aber so 2 Stunden, schätze ich mal, vorher wird es nichts. Kilometer 50, ich bin in Tüstedt. Schön, die Sonne will durchkommen. Da hinten, genau beim Segelboot, scheint sie gerade. Aber ja, Nebel ist immer schwierig, das kann auch nur so eine Antäuschung sein. Aber man hat größere Sicht oder weitere Sicht auf jeden Fall jetzt. Der Nebel ist ein bisschen weniger geworden. Ob sich am Himmel auflösen wird, vielleicht. Ich mache hier gerade noch ein zweites Frühstück. Ja, Hunger habe ich natürlich jetzt. 11.30 Uhr, schon wieder länger unterwegs. Oh, hier ist so alles schön angelegt worden, ziemlich neu. Ja, die Promenade. Und jetzt ja, werde ich da längs fahren, aber leider nicht an der Küste. Man sieht, da ist eine Steilküste. Man muss da wieder über den Berg. Da kreuze ich auch jetzt ja, das letzte Wahnsinnswochenende von vor 2 Jahren. Da bin ich auch einmal bis dahin, bis zur Brücke von Odde. Die sieht man hier nicht. Ja, da komme ich auch gleich nochmal hin. Da ist das nächste große Highlight. Naja, ich esse erstmal und dann geht's weiter. Siehst du, 10 Kilometer weiter, ich habe den Zeitpunkt genau abgepasst, die Brücke geht auf. Ja, ist ja gar nicht hier die Brücke von Odde, die ist nämlich noch ein weiter. Ja, das ist die von Filsund, die Brücke. Da war ich ein bisschen verkehrt, aber egal. Schön anzusehen ist trotzdem die Sonne, ja, sie will nicht. Aber wenn sie rauskommt, dann strahlt die schon gleich warm vom Himmel. Ich hoffe ja noch drauf, aber schaut euch das an. Wunderbar hier, ist richtig klasse. Was für eine Landschaft. Aber man sieht, ja, die Sonne will immer mehr.
Ich freue mich drauf. Ja, jetzt geht's rüber, nicht aufs Festland, sondern zur Insel Mors. Ja, das ist eine Insel, die liegt mittendrin. Da geht's jetzt rüber nach Nyköping. Ja, es gibt so viele davon. Deswegen heißen die immer mit Zusatz, also Nyköping Mors. Und dann komme ich da wieder zur nächsten Brücke. Aber ich muss einmal quer über die Insel. Und dann muss ich jetzt ja nicht mehr die 12 folgen. Ich glaube, die Nummer 6 oder so ist das. Ja, irgendwie so einen anderen Weg ist das auf jeden Fall. Mal sehen, ob das eine schöne Strecke wird oder auch nicht, so mitten rüber. Aber ich komme dann wieder ans Wasser und dann bin ich in Nyköping und sehe die nächste Brücke. Ich finde, es hat trotzdem Spaß gebracht bis hierhin. Waren bis jetzt tolle Wege. Ja, und jetzt auf die Nummer 12 komme ich fast auch gar nicht mehr. Nur noch streifenweise sozusagen ganz, wenn ich über die Brücke gefahren bin, so ein 2 Kilometer, dann war es das. Ja, den habe ich jetzt verlassen. Also es reizt ja, den auch mal echt zu fahren. Ein toller Weg. Unglaublich schön. Auch wenn das mal ein paar Hoppelwege sind, aber das ist egal. Ja, okay, ich fahre jetzt gleich über die Brücke und dann geht's auf Mors weiter. Still rolling the dice, still hoping to find a future for me. I'm still in this fight. I pray for the night to go easy on me. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Why do you still auch Dänemark hat Berge. Da hat man wieder so eine fantastische Aussicht. So macht das echt Spaß, mal bergauf zu fahren. Perfektes Plätzchen gerade hier. Endlich in der Sonne. Sie ist da. Ja, während ich hier rüber gefahren bin, ja, über richtig steile Hügel, muss ich echt sagen. Tolle Aussichten waren das da natürlich auch wieder. Boah, aber es machte echt Spaß. Und mit Rückenwind sowieso. Und dass die Sonne auch immer weiter rauskam, war auch noch gut für die Laune. Und jetzt sitze ich hier mal kurz. Ja, hier bei Mors. Am Meer wollte ich schon sagen, am Limfjord.
Ja, die Brücke, die gleich kommt, die ist noch nicht zu sehen. Und Glyngyra auch nicht. Das ist eben um eine Kurve, aber sonst oh, richtig klasse. Jetzt ist es wieder richtig warm. Oh, das macht richtig Spaß. Jetzt auf die letzten 42 Kilometer habe ich noch. 82 Kilometer habe ich. 14 Uhr, immer noch recht früh. Oh, richtig entspannt. Naja, gleich geht's weiter. Vielleicht werde ich noch mal was essen gleich. Spätestens in Glyngyra oder noch vor der Brücke, ich weiß das noch nicht. Da werde ich gleich noch mal was essen und dann den Rest angehen. Also jetzt erstmal auf zur Brücke. Ich bin angekommen in Glyngyra. Das ist die Heimatstadt des jetzt zweifachen Tour de France-Sieger Jonas Vingegaard. Man hat es gerade eben auch auf der Straße lesen können. Ja, es ist auch echt ein tolles Plätzchen, wo man auch eine Radtour machen kann mit Rennrad garantiert. Ja, gerade eben über die große Brücke, die Salingson-Brücke. Ast rein, ging super. Man musste natürlich stark hoch auf die Brücke rauf, aber tolle Aussicht, gerade jetzt bei diesem, ich muss es sagen, richtig geilem Wetter. Ah, dass es jetzt doch noch so sonnig wurde, es war nicht vorhergesagt, es sollte eigentlich immer knapp auflockern und ja, eigentlich wenig Sonne geben, aber dass ich jetzt doch noch Glück habe, ja, deswegen bin ich auch nicht ganz so schnell unterwegs. Ich werde jetzt hier nochmal eine richtig schöne, ausführliche Pause machen und dann gehe ich auf die letzten 30 Kilometer Richtung Skiv. Und dann werde ich es geschafft haben. Ein tolles Wochenende. Ja, einfach nur klasse. Tolle Wege bis jetzt, auch heute. Ja, wenn dieser blöde Nebel heute Morgen nicht gewesen wäre, aber nein. Ja, also ich werde jetzt ordentlich was essen und dann geht's los auf die letzten 30 Kilometer nach Skiv. Ende der großen Tour hier. Einfach traumhaft gewesen. Thank you.
da bin ich wieder angekommen. Ja, das ist alles sehr schön. Eine tolle Strecke war das. Ich muss sagen, eine Traumstrecke fast. Schaut euch an, da hinten ist die Stadt Skiw. Bin gleich da. Ja, hier ist auch eine Badestelle wieder. Wow. Aber das Wasser sieht hier, muss ich ehrlich sagen, nicht so schön aus. Also das werde ich jetzt nicht machen. Irgendwie total grün. Ja, so ein Grünschleier oben drauf. Wer weiß, wer weiß. Aber hier Schwimmponton. Könnte so schön sein, aber ich glaube, das riskiere ich nicht. Irgendwie, das sieht, wie seht ihr das? Total braun das Wasser. Irgendwie schade. Aber das soll den ganzen nichts abtun. Das ist einfach nur, schaut euch das an. Da hinten muss, ja, da muss irgendwo die Stelle sein, wo ich am ersten Nacht übernachtet habe. Ja, wow. Sehr, sehr schön. Also, das ist doch ein Traum, oder? Ja, schade, dass es hier nicht so schön ist. Das wäre nochmal ein schöner Abschluss gewesen, baden. Aber ich war ja noch bei der Brücke nochmal im Wasser. Da ist auch mehr Durchfluss. Ich glaube, hier ist so eine kleine Einbuchtung. Hier steht mir das Wasser. Deswegen sieht das so ein bisschen so aus. Ja, Limfjord ist halt Brackwasser. Das ist keine Nord- oder Ostsee. Das ist ja so ein Zwischending. Deswegen wird das auch wahrscheinlich so komisch aussehen. Aber es ist einfach nur herrlich gewesen. Ihr habt es gesehen. Ich kann diese Strecke komplett nur empfehlen. Also das war grandios. Das war Wahnsinn. Ein wirkliches September-Wahnsinnstour war das hier wieder. Ein tolles Wochenende. So kann man es verbringen. Vom Freitag direkt nach Feierabend los und dann hier gestartet ins Skiw. Zwei Übernachtungen, 255 Kilometer habe ich gefahren, heute werden es 125. Ja, einfach nicht zu anstrengend. Also Leute, jetzt war es auch wieder sehr warm, als die Sonne wieder so rauskam. Einfach nur herrlich. Also das kann man nur sagen, also das kann ich empfehlen. Schöne Gegend, sehr toll, astrein. Also zum Nachahmen empfohlen. Ich hoffe, ja, ich habe es gut rübergebracht, dass ich so eine tollen Wege gefahren bin. Also Dänemark, ich könnte jetzt voll weiterfahren. Oh, da stand auch schön auf dem Schild Kopenhagen. Oh, das wären aber, glaube ich, noch 300 Kilometer von hier. Mindestens auf diesem Weg. Hanstholm bis Kopenhagen, einmal quer durch Dänemark. Ja, aber einfach nur grandios. Schade, schade, dass das Wasser hier nicht so toll aussieht. Aber kann man nicht machen. Ich habe genug gebadet. Ich habe mich andauernd abkühlen müssen, weil es zu warm war. Also zumindest für mich. Aber heute mit 22, 23 Grad war es doch ein bisschen angenehm. Aber jetzt, wo die Sonne wieder da ist, einfach nur Wahnsinn. Heftig war das heute und die letzten beiden Tage. Also man kann im Wochenende doch viel erleben. Ja, und dann sage ich mal, ja, ihr seht, die Tasche hat gehalten bis hierhin. Einfach nur grandios. Ja, also dann hoffe ich, es hat gefallen. Denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Ja, wie gesagt, ich könnte weiterfahren, aber ich sage nur, nächstes Jahr wird anders. Also bis dann. Tschüss, euer Flachlandradler Thorsten. Das war also nochmal die längste Holzbrücke Dänemarks. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.